Weiter geht's mit den Rechenaufgaben zum Wirtschaftsfachwirt. Wir sind in der Plankostenrechnung und ich habe es hier schon vorgezeichnet, um es nicht immer wiederholen zu müssen. Hier steht x, alternativ auch manchmal sehr häufig eigentlich die Zeit. Hier gehen wir von x aus, weil die Aufgabe, die gleich kommt, auch hier an der Abszisse x stehen hat, also die Stückzahl. Hier oben die Kurve der verrechneten Plankosten, das ist diese Kurve hier. K verrechnet, und weil ich mich gerade im letzten Video gegen Ende versprochen habe, hier nochmal deutlich gemacht, K verrechnet liegt hier unter der Sollkostenkurve, hier ist K Soll. Und nach diesem entscheidenden Schnittpunkt hier geht es weiter mit K Soll, liegt sie über K Soll. Nehmen Sie das bitte wahr. Einmal liegt K Soll über K verrechnet bis zu diesem Punkt, dann dreht sich das um und K verrechnet liegt über K Soll. Hier ist unsere Planauslastung, unsere Planbeschäftigung. Und in den vorherigen Videos bin ich immer davon ausgegangen, dass die Ist-Beschäftigung, die wir tatsächlich erreichen, eine Unterbeschäftigung ist. Also hier liegt in diesem Bereich. Hier ist der Bereich der Unterbeschäftigung. Hier nun, und das werden wir hier betrachten, ist der Bereich der Überbeschäftigung. Achten Sie bitte sorgfältig darauf, wo die Beschäftigung, die Ist-Beschäftigung liegt. Nehmen wir an, sie läge hier. Damit liegt sie über Plan. Hier ist also das Ist rechts von Plan, nicht links von Plan. Wir haben also eine Überbeschäftigung. Das ist der Punkt, wo Sie sich in die Aufgabe einfädeln. Wenn Sie das erkennen, machen Sie im Folgenden alles richtig. Wenn Sie das nicht erkennen und nur den Rest irgendwie auswendig lernen, machen Sie alles falsch. Also, wir haben eine Überbeschäftigung. Und wir haben nun Ist-Kosten, die hier liegen. Auch hier gibt es wieder drei Varianten. Einmal die Ist-Kosten liegen genau auf der Sollkostenkurve. Da haben wir bloß keine Abweichung, kommt also in der Prüfung nicht vor. Sie liegt über der Sollkostenkurve, aber unter der Kurve der verrechneten Plankosten. Sie könnte auch hier liegen, über der Kurve der verrechneten Plankosten. Oder die Ist-Kosten liegen hier, das wäre die besondere Wirtschaftlichkeit. Sie liegen unter dem, was sein sollte. Nehmen wir also erst den einfachen Fall. K Soll ist hier. Und K ist, hier sind die Ist-Kosten, die tatsächlich erzielten Kosten, die wir immer in der Prüfung als Zahlenwert bekommen. Ja, da muss man so gut wie nie was ausrechnen. Die Ist-Kosten liegen hier. Dann haben wir eine Verbrauchsabweichung, die geht von hier bis hier. Das ist also die Verbrauchsabweichung. Im Grunde unverändert zu diesem Prinzip. Das ist der Abstand zwischen den Ist-Kosten und den Sollkosten. Das ist die Verbrauchsabweichung. Die Beschäftigungsabweichung ist aber nun von hier bis hier. Diese Strecke ist also die Beschäftigungsabweichung. Das heißt, wenn wir gefragt werden nach der Gesamtabweichung, dann geht die Gesamtabweichung von hier bis hier. Also noch einmal, diese Strecke von hier bis hier ist die Beschäftigungsabweichung. Und das, was übrig bleibt, die Strecke von hier bis hier, ist dann die Gesamtabweichung. Machen wir uns noch mal klar, bei den Abweichungen kann man drei Dinge fragen. Man fragt nach der Verbrauchsabweichung, das ist der Abstand zwischen Ist- und Sollkosten. Man fragt nach der Beschäftigungsabweichung, das ist der Abstand zwischen Sollkosten und verrechneten Plankosten. Und man verrechnet diesen beiden Werte und dann kommt man zur Gesamtabweichung. Nur hier haben wir wieder eine umgekehrte Dynamik. Verbrauchsabweichung ist von hier bis hier. Beschäftigungsabweichung ist von hier bis hier. Das heißt, die Gesamtabweichung ist die Differenz dieser beiden Strecken. Ja, hier die große Strecke von hier bis hier, die kleine Strecke von hier bis hier. Beide starten an der gleichen Stelle, nämlich bei den Sollkosten. Aber die eine Strecke geht bis hier, die Beschäftigungsabweichung. Die Verbrauchsabweichung geht nur bis hier. Gesamtabweichung geht von hier bis hier. Ja? Das bitte sich immer bildhaft vor Augen führen. Ich halte überhaupt nichts davon, diese Aufgaben zur Plankostenrechnung über Formeln zu vermitteln und über Formeln lösen zu wollen. Sie kommen garantiert durcheinander. Ja? Das heißt, machen Sie sich Zeichnungen, wo immer es geht, und wenn es die Aufgabe nicht zwingend verlangt, machen Sie sich auf Ihrem Konzeptpapier eine Zeichnung, damit Sie wissen, wo Sie sind. Sind Sie bei einer Unterbeschäftigung? Das haben wir in anderen Videos durchgerödelt. Sind Sie bei einer Überbeschäftigung? Das machen wir gerade hier. Und wo liegen die Ist-Kosten? Liegen sie oberhalb der Sollkosten oder liegen sie unterhalb der Sollkosten? Und das schauen wir uns gleich im nächsten Video auch nochmal an. Das ist natürlich wieder ein besonderer Fall, dass die Ist-Kosten unter den Sollkosten liegen.
Gleich im nächsten Video geht es weiter. Wenn Sie das Insider-Video noch haben wollen, Prüfung Wirtschaftsfach wird entschlüsselt, klicken Sie auf den Link unter dem Video und tragen sich ein. Noch ist das Video verfügbar. Alles Gute, Marius Ebert.